Chinas angebliche Bitte an Präsident Putin zum Thema Ukraine. Hallo und privet aus Kaliningrad. Die amerikanische Agentur Bloomberg will von einer persönlichen Bitte des Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Chinas an den russischen Präsidenten erfahren haben. Die Bitte betrifft das Verhältnis Russlands zur Ukraine während des Zeitraums der Olympischen Spiele. Die amerikanische Agentur informiert in der Möglichkeitsform, dass China Russland bitten könnte, während der Olympischen Spiele keine Angriffshandlungen gegen die Ukraine durchzuführen. Bloomberg will die Informationen von einem chinesischen Diplomaten erhalten haben. Grund ist, dass der chinesische Führer seine Autorität im Land über die Olympischen Spiele festigen will, um für eine dritte Amtszeit gewählt zu werden. Eine Krise in Europa wäre dem hinderlich. Das chinesische Außenministerium verwies offiziell auf die Resolution der UNO, die traditionell zu jeder Olympiade erneuert wird, worin zu Frieden während der Olympiade aufgerufen wird. Alle kriegerischen Handlungen sollen eine Woche vor Beginn der Spiele eingestellt werden und bis eine Woche nach dem Ende der Paralympischen Spiele fortdauern. Somit wird über einen Zeitraum vom 28. Januar bis 20. März gesprochen. Erwähnt wird durch Bloomberg, dass genau zum Ende dieses Zeitraums die Erwärmung in der Ukraine beginnt. Und dies wiederum hindert Russland an einem schnellen Vormarsch. Nachdem diese Information der Weltöffentlichkeit durch westliche Medien zur Kenntnis gebracht worden war, meldete sich die Botschaft Chinas in Russland zu Wort und kommentierte, dass China Russland um gar nichts gebeten hat und um nichts bitten wird. China erwarte, dass die Meinungsverschiedenheiten zwischen beiden Ländern auf der Grundlage diplomatischer Verhandlungen und der Minsker Vereinbarungen geregelt werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und Paka aus Kaliningrad.